Noch wartet die über 11 Meter hohe Lipsia-Statue als Schutzpatronin auf die Ankunft der Löwen auf dem Augustusplatz. Hier endet der Sternenlauf des großen Festumzugs anlässlich des Auftakts der Jubiläumswoche 1000 Jahre Leipzig. Und so sieht es aus, wenn eine Stadt runden Geburtstag feiert. 5 überlebensgroße Löwenfiguren bewegen sich auf unterschiedlichen Ruten durch die Innenstadt in Richtung City und sammeln auf ihrem Weg Bürger und Gäste der Stadt ein. Ihre Strecken stehen symbolisch für die Themen, die Leipzig einst groß gemacht haben. Wirtschaft und Handel, Kunst und Kultur, Buch und Medien, Sport und Umwelt und Wissenschaft und Bildung. Begleitet werden die Leipziger Wappentiere von Tänzern, Sängern und futuristischen Performance-Einlagen. An unterschiedlichsten Standorten kooperieren Vereine und Bürgerinitiativen und gestalten die Bühnenprogramme mit. Wie viel Schweiß in der Vorbereitung steckt, das weiß am besten der künstlerische Leiter Uwe Köhler. Das Konzept ist schon anderthalb Jahre eigentlich in Arbeit. Also die Skulpturen wurden ab November gebaut und dann begann eben auch die heiße Phase der Organisation mit den ganzen Bürgervereinen. Es sind über 900 Leute beteiligt, also allein 300 Sportler, 400 Musiker, 90 allein von Theater Titanic, 40 bei Fairnet. Also es ist eine Menge an Organisation natürlich und auch an Logistik dahinter, um das letztendlich jetzt so lebhaft auf allen Plätzen gestalten zu können. Auch am Verlagsgebäude der Leipziger Volkszeitung macht eine der Paraden Halt und beglückt einige hundert Besucher und Kinder auf dem Vorplatz. Aber auch kritische Stimmen zeigen sich an diesem Wochenende. Circa 1000 Teilnehmer formieren sich unter dem Titel Parade der Unsichtbaren als eine Skulptur der städtischen Ausschlussverfahren. Ihr Ziel ist, die aufkommenden Probleme der Stadt abseits des großen Events zu thematisieren. Wir denken, dass die Jubiläumsveranstaltung zu 1000 Jahre Leipzig eben ein Katalysator für genau diesen Prozess sind. Es ist eine riesige Werbeschleife, das Leipzig attraktiv machen soll für ein gewisses zahlungskräftiges Milieu, für eine gut ausgebildete Mittelschicht. Allein das wäre natürlich nicht so schlimm, wenn das nicht Entwicklungen zeitigen würden, die eben Ausschluss aus der Stadt bedeuten. Sie repräsentiert alle diejenigen, die heute aus ganz vielen Gründen sich nicht mit dem, was die Stadt Leipzig in der Innenstadt veranstaltet, identifizieren können. Trotz dessen hält sich die Atmosphäre auf dem Fest friedlich und entspannt. Bestätigt auch Beigeordneter für Finanzen und Leipzig 2015 Beauftragter Thorsten Bonnef. Ich freue mich riesig, es hat gut begonnen und die Performance jetzt war sensationell. Die Leute nehmen das an, es ist einfach ein wunderschöner Tag für unsere Stadt. Und so endet der große Paradentag wie erwartet hochemotional vor über 10.000 Zuschauern bei der Hauptperformance auf dem Augustusplatz. Begleitet durch Musik und Akrobatik treffen alle Akteure des Tages aufeinander. Projektionen, Lichter und Feuerwerk bringen die Zuschauer zum Staunen und bereiten wohl jedem dabei Gewesenen einen unvergesslichen Abend.